Moin, hier ist Lars. Ich bin gerade im Deutschen Bundestag in Berlin. Wir haben Sitzungswoche, also viele Themen, die auf der Tagesordnung stehen. Und doch habe ich jeden Tag mit meinem Wahlkreis zu tun, mit dem Landkreis Rotenburg, mit dem Heidekreis. In den vergangenen Monaten haben sich so viele Menschen an mich gewandt wie noch nie zuvor. Ich bin total dankbar für alle, die Rat suchen, die mit Fragen auf mich zukommen, die auch ganz konkret Hinweise suchen in dieser Corona-Zeit, was wir gerade tun müssen, um besser zu werden. Und da kamen auch ganz viele Ideen auf, was wir grundsätzlich tun müssen. Und das möchte ich gerne aufnehmen. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren als Abgeordneter für den Landkreis Rotenburg und den Heidekreis hier im Parlament. Und ich kann mich einsetzen und ich finde auch, dass wir gemeinsam vieles geschafft haben. Darauf können wir stolz sein. Wir haben Förderungen in Millionenhöhe bei uns in die Region bekommen, beispielsweise für den Ausbau des schnellen Internets im Mobilfunkbereich, für die Krankenhäuser, für die Kasernen, also ganz viele Einzelförderungen auch, die geflossen sind. Und ich will aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen. Ich finde, es muss weitergehen. Es muss mehr passieren. Und mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, wie viele gute Ideen jetzt gerade in dieser Zeit entstehen, wie wir unsere Region voranbringen können. Und das will ich aufgreifen. Und deswegen starte ich an diesem Samstag eine große Kampagne, Unsere Heimat 2025. Ich möchte gerne mit euch darüber diskutieren, wie unsere Region sich entwickeln muss, was besser werden muss, welche Ideen ihr für die Entwicklung unserer Heimat habt. Wir starten am Samstag mit einer digitalen Konferenz und dann gibt es 2 Monate lang die Möglichkeit, auf meiner Homepage, über Social Media oder auch über Postkarten mir mitzuteilen, was anders werden muss bei uns. Und ich packe dann den Rucksack voll und nehme das Ganze mit nach Berlin. Ich will weiter als euer Abgeordneter aktiv sein. Ich will mich weiter für die Region einsetzen. Ich will Dinge durchsetzen gemeinsam mit euch und daran arbeiten, dass unsere Heimat stark bleibt. Also mein Wunsch ist, dass ihr euch an der Kampagne Unsere Heimat 2025, dass ihr euch beteiligt, dass ihr euch einbringt, dass ihr euch den Kopf zerbrecht, was bei uns alles noch besser werden kann. Wenn es um die Arbeitsplätze der Zukunft geht, wenn es um die Frage geht, wie wir Wirtschaft stark machen können, wenn es um die Frage auch geht, wie wir Klima, Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum zusammenbringen können, die Gesundheitsversorgung der Zukunft, gute Bildungsstandards, Mobilität, das Zusammenleben vor Ort, wie wir alles das besser machen können. Ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich auf eure Ideen. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, das alles gemeinsam mit euch dann umzusetzen. Herzlichen Dank, euch alles Gute und hoffentlich auf bald.